Hallo liebe Lego-Freunde, ich bin Holger, der Austrian Brick Fan aus dem schönen Kärnten in Österreich und heute Lego Monkey Kit Set Nummer 80053 Mais Drachenmech. 990 Teile für 84,99 €. Eins von vier Monkey Kit Sets, die im 1. Januar neu auf den Markt gekommen ist. Das größte Megapolis City habe ich euch schon gezeigt. Zumindest im Speedbuild-Review habe ich dazu keins gemacht. Damit habe ich hier später angefangen auf dem Kanal. Fangen wir mit den Minifiguren an, würde ich sagen. Dafür werden wir die Kamera umstellen. Natürlich, erste Minifigur, die dabei ist, ist May, weil es ist ja ihr Mech. Und sie hat einen Laptop in der Hand und ihr Schwert. Der Torso und die Beine sind recht aufwendig bedruckt. Sogar hier unten. Der untere Teil der Füße ist bedruckt. Das ist ja bei weitem nicht Standard bei den Minifiguren. Und der Kopf hat auch ein zweites Gesicht auf der Rückseite. Das heißt, ihr könnt es drehen, welches ihr auch immer haben wollt. Auf dem Laptop hier, das sind ein paar Aufkleber. Die Tastatur ist allerdings ein bedrucktes Teil. Aber das war es eigentlich immer. Dann haben wir die zweite Minifigur. Das ist Monkey Kid. Da ist er auch hier wieder Fuß, Oberkörper recht aufwendig bedruckt. Auch er hat einen Wendekopf, er hat ein Geldstück in der Hand und seinen Stab. Und dann sind drei Service-Roboter enthalten. Zum einen hier der blaue. Diese drei Roboter sind alle identisch gebaut. Sie haben nur verschiedene Anbauteile auf dem Rücken. Der hat dieses hier. Dann ist hier noch der gelbe dabei. Der hat mehr so ein Jetpack am Boosterpack hinten auf dem Rücken und zwei Werkzeuge in der Hand. Deswegen sind hier unten noch dieser Trans-Clear-Standfuß dabei, weil der halt eben schwebt. Aber das kann man ja nicht anders darstellen. Ihr wisst, was ich meine. Und der dritte ist hier auf dem bei der Werkstatt schon oben drauf. Und er hat eine Ölkanne und ein anderes Werkzeug noch in der Hand. Und diese Werkstatt, man kann den Mech halt eben ziemlich gut da vorstellen. Und dann sind auch hier der Roboter und auch dieser kleine Kran, an der hier hinten ist, die sind genau auf der richtigen Höhe, dass man an dem Roboter, an dem Mech Reparaturen durchführen kann. Des Weiteren ist an dem Service, an der Werkstatt hier unten sind noch weitere Werkzeuge montiert, die man natürlich den Minifiguren oder auch diesen Robotern in die Hand geben kann. Wir haben zwei Computer, einer links, einer rechts. Und noch dieses Teil hier, das sieht aus wie ein, wie heißt das Ding jetzt geschwind? Ihr wisst das, was man vorne zusammenschrauben kann und dann fährt es zusammen hier. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Ist ja auch egal, ihr wisst, was ich meine. Ja, dann haben wir den Mech natürlich selber. Und der ist komplett beweglich. Das heißt, wir haben bewegbare Knie, unten die Knöchel. Die Fußgelenke können wir bewegen und natürlich auch in der Hüfte. Wir können es weiter auseinander machen, wir können es vor und hinter bewegen. Also wirklich komplett beweglich, was ja bei Weitem nicht immer bei allen Robotern in der Lego-Welt der Fall ist. Bei manchen ist es aufgrund der Größe, wenn sie noch deutlich größer sind wie dieser hier, in der Stabilität geschuldet, dass sie dann halt eben gegebenenfalls Kniegelenke oder sowas weglassen, weil er sonst einfach zu leicht umfällt. Aber bei ihm hier ist das nicht notwendig gewesen. Und auch die Arme in den Schultern können wir den bewegen. Also so ist es da beschränkt. Also man kann den Arm nicht komplett ausstrecken. Wir haben aber Ellenbogengelenke, die wir auch so zur Seite drehen können. Vier Finger und das Schwert hier, was er jetzt in dem Fall in der rechten Hand hat, können wir ihm auch genauso gut in die linke Hand geben. Der Kopf ist auch drehbar, neigbar und hier vorne haben wir diese Klappe, die wir hintertun können und da können wir dann die Minifigur reinsetzen. Ja, in dem Fall wird May wahrscheinlich am meisten Sinn machen, weil es wie gesagt ja ihr Roboter ist. Wir haben auf jeder Seite oben einen Stud-Shooter. So, und dann haben wir hier noch dieses Wolkenbike von Monkey Kid und auch er hat jeweils einen Stud-Shooter, einen links und einen rechts und hier können wir diese Stud-Shooter-Einheit, was also insgesamt eine Kanone darstellen soll, links und rechts abnehmen. Und auch hier hinten das Teil mit den Triebwerken können wir abnehmen. Und diese drei Elemente lassen sich dann an den Mech anbringen. Das Teil kommt hier hinten drauf und die beiden Shooter
einmal links und einmal rechts auf die Schultern. So, und jetzt ist der stärker bewaffnet. Schaut, finde ich, ganz cool aus. Soweit zu den Funktionen. Schauen wir uns noch ganz kurz die Anleitung an. Das Set kommt in 7 nummerierten Tütengruppen. Tüte 1 bauen wir dieses Wolkenbike und die Monkey Kid Minifigur. Da seht ihr, die Tüten 2 bis 6 wird der Roboter gebaut. Die Beine und Arme sind jeweils ja, nur spiegelverkehrt zum Bauen, also da gibt es keine Unterschiede. Und Tüte 7 ist dann die Werkstatt, dieses Gerüst. Da seht ihr es. Und das ist der Stickerbogen, ein paar Sticker halt. Mich stört das nicht, ihr wisst das. 175 Seiten, bis das Set komplett zusammengebaut ist. Hier haben wir nochmal einen Überblick über die 4 Monkey Kid Sets, die am 01.01.2024 erschienen sind. Und hier ist die Teileliste. So, und dann zum Schluss noch einen kleinen Blick auf die Box. Da ist sie. Vorderseite, Rückseite. Da seht ihr auch nochmal schön, wie beweglich der Roboter mit Fuß, Arme und Beine ist. Dann kann ihn also wirklich in super Posen einstellen und dann als Displayzweck hinstellen oder was. Schaut sicher cool aus. Mal schauen, wie ich ihn positionieren werde. Und hier ist nochmal die Funktion erklärt, dass man die Sachen abnehmen kann und hier oben am Mech anbringen kann. So, das war es von mir zu diesem Set. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.